willkommen bei Clever Cakes. Heute möchte ich euch gerne die neue Clever Cakes Fondanthülle vorstellen. Ihr kennt ja sicherlich alle diese tollen Fondant-Torten, die super schön dekoriert sind, die man perfekt zu den ganzen Geburtstagen für Kinder oder auch für Erwachsene kreieren kann oder auch für andere Ereignisse wie zum Beispiel Muttertag oder auch mal Vatertag oder auch einfach mal als Geschenk verschenken kann. Die Torten, diese ganzen Fondant-Torten, die sind relativ aufwendig herzustellen. Man muss den Fondant kneten, man muss den Fondant ausrollen, die Torte schön glatt streichen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man auch relativ viel Zeit dafür braucht. Man kann das Ganze natürlich auch schon fertig kaufen, die Torten. Auch das ist ganz schön teuer im Vergleich zum Beispiel zu der Clever Cakes Fondanthülle. Die Clever Cakes Fondanthülle ist super easy zu benutzen. Man kann die Torte in diese Hülle einfüllen und hat dann recht schnell eine tolle Fondant-Torte und das Ganze ist natürlich auch noch viel günstiger. Und jetzt zeige ich euch, was in der Clever Cakes Fondant-Hülle alles mit drin ist. Wir machen das Ganze mal auf und ihr findet hier die Dekoration. Die könnt ihr euch auf der Webseite aussuchen. Wir haben unterschiedliche Designs. Das ist einmal zum Beispiel hier die Randdekoration. Wir haben hier ein paar Sterne, weil hier handelt es sich um die Torte Sternenexplosion. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Happy Birthday Deko und eine Zahl dabei. So, wir haben auch ein bisschen Füllmaterial, damit es gut gesichert ist. Und wir haben natürlich auch eine Backform mit drin. Die Backform ist perfekt, weil sie die richtige Größe hat für den Kuchen, damit es alles super passt am Ende. Ihr könnt hier euren Teig reinmachen, den ihr gerne macht. Es ist egal, welchen Teig ihr macht. Der muss ein bisschen stabil sein, damit das alles nicht so zusammenfällt. Aber grundsätzlich könnt ihr da eigentlich alles machen. Ihr könnt auch sehr gerne bei uns auf der Webseite schauen. Da haben wir einige Rezepte für euch vorbereitet, erklären die und zeigen sie euch auch nochmal. Wir haben dazu ein Standardrezept und wir haben dann unterschiedliche Variationen auch davon. Und was ihr natürlich auch noch braucht, ist eine Creme. Auch hier könnt ihr euch aussuchen, welche Creme ihr gerne machen möchtet. Ihr könnt zum Beispiel, das hier ist eine Butter-Frischkäse-Creme. Was wichtig ist, wenn ihr eine Creme wählt und die direkt an den Fondant macht, die muss fondanttauglich sein. Das heißt fondanttauglich? Fondanttauglich heißt eigentlich nur, dass sie einen recht hohen Fettanteil haben müsste, beziehungsweise sie darf halt nicht so feucht sein. Zum Beispiel eine Sahnecreme, die hat einen sehr hohen Wasseranteil, das würde den Fondant auflösen. Aber auch da schaut gerne bei uns auf der Webseite vorbei, da sind ganz viele Rezepte drin für die Fondanthülle, die direkt mit dem Fondant in Berührung kommen können. Ihr könnt auch einfach eine Ganache machen, das Rezept dafür gibt es auch bei uns auf der Webseite, das ist super easy, wirklich. Da schmiert ihr dann den Fondant mit ein und könnt dann eure Creme füllen, die ihr gerne machen möchtet. Genau. So, wir haben hier natürlich schon was vorbereitet und zwar haben hier einen Kuchen vorbereitet. Den Kuchen backe ich sehr gerne. Das ist so mein Lieblingsrezept, mein Standardrezept. Den haben wir auch bei uns auf der Webseite drauf. Damit ihr den Kuchen rausbekommt, könnt ihr die Backform hier ganz gut aufschneiden. Einfach mit einer Schere aufschneiden. Dann bleibt da auch nichts kleben. Auch wenn ihr den Teig dann einfüllt, ihr müsst die Backform nicht einfetten oder sonst irgendwas machen. Ihr könnt einfach nur den Teig reingeben. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich mache mir hier mal ein bisschen Platz. So, und dann klappt ihr das einfach so ein bisschen runter. Und wir befreien unseren Kuchen von der Form. So, und dann könnt ihr euch natürlich aussuchen. Ihr könnt den Kuchen, so wie er ist, auch so in die Clever Cakes Fondanthülle reinnehmen. Ihr könnt es aber auch einmal durchschneiden oder auch zweimal durchschneiden, wie euch das am liebsten ist, wo ihr euch auch sicher drin fühlt und könnt dann halt eben entsprechend Creme auch noch zwischen den Tortenboden machen. Ich schneide das gerne einmal durch, damit wir auch ein bisschen Creme zwischen dem Teigboden haben. Und hier einfach mit dem Messer, ich mache das freihändig, also ich finde das, da gibt es ja auch ganz viele Tools dazu, die kann man natürlich auch nutzen. Ich mache das meistens einfach mit einem großen Messer. Das Messer möglichst parallel halten und die Torte dann drehen. Und schon haben wir die Torte durchgeschnitten. So, dann fangen wir an. Wir brauchen dafür einen Teigschaber
oder einen Löffel, was euch wie ihr mögt. Und dann machen wir eine erste Schicht von der Creme hier rein und schmieren die Creme auch immer schön an den Rand, damit der Kuchen dann auch schön hält. So. Wenn ihr den Kuchen einmal durchgeschnitten habt, dann könnt ihr ungefähr die erste Hälfte unten verteilen und die zweite Hälfte dann auf dem ersten Tortenboden. So. Jetzt schön verteilen. Und wie gesagt, das Ganze auch so ein bisschen am Rand hochschmieren. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. So. Es muss auch nicht super glatt sein, weil wir machen ja den Boden dann da rein und wir drücken dann ein bisschen an und dann verteilt sich die Creme ein bisschen. Und das ist halt der Vorteil von dieser Fondanthülle. Ihr müsst da nicht wirklich super akkurat arbeiten und das alles super glatt streichen, sondern ihr könnt es einfach so in etwa, damit das möglichst dann gerade ist. Aber ihr braucht da nicht so viel Energie drauf zu verschwenden, dass das alles mega glatt sein muss. So. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte an Creme verteilt. Ich versuche das noch ein bisschen gleichmäßig zu machen. Aber das passt schon. So, dann nehmen wir den ersten Tortenboden. Wir heben das einfach mit den Händen auf und legen das hier rein. So, und wie gesagt, wir drücken das Ganze ein bisschen fest. Ihr könnt hier sehen, ein bisschen kommt die Creme hier oben raus, aber das ist ja überhaupt kein Problem. Das verteilen wir, verschmieren wir gleich alles schön. Jetzt kommt der nächste Teil Creme. Das gleiche wie eben. Auch hier immer schön, schön verteilen und auch die Ränder schön einschmieren. So, wir können die komplette restliche Creme jetzt verteilen. Vielleicht noch ganz kurz zur Info, was ist das hier für eine Creme? Wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, am Anfang schon erwähnt, das ist eine Butter-Frischkäse-Creme. Was ihr da habt, ist 400 Gramm Butter, 400 Gramm Frischkäse und 400 Gramm Puderzucker. Hört sich erstmal mächtig an, aber ich muss sagen, der Frischkäse macht es doch recht frisch. Ihr könnt natürlich das Ganze noch mal ein bisschen leichter machen, indem ihr ein bisschen Obst dazwischen legt, zum Beispiel Erdbeeren, das passt perfekt. Frische Erdbeeren dazwischen geschnitten, das ist ganz gut. Oder ihr macht den Tortenboden vielleicht mit Blaubeeren oder so, dann habt ihr da auch ein bisschen mehr Frische drin. Und das schmeckt dann meistens auch sehr lecker. Das heißt meistens eigentlich immer. So, jetzt auch schön die Ränder wieder eincremen. Tick, 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 tick. So. Ich lasse noch ein bisschen Creme übrig. Für den Fall, dass wir ein kleines Loch haben zwischen der Hülle und dem Teig, wenn wir gleich den letzten Teigboden reinlegen, dann können wir das nämlich noch ein bisschen auffüllen. Aber da brauchen wir eigentlich nur ganz wenig. So, das Ganze möglichst noch einigermaßen gleichmäßig verteilen. Okay. So, jetzt geht ihr an euren Tortenboden. Ihr löst den Tortenboden mit den Händen von der Backform unten. Einfach mit den Händen da drunter greifen, das funktioniert eigentlich immer ganz gut.
Oder wisst ihr was? Ihr könnt auch einfach ein Messer nehmen. Ihr könnt das mit dem Messer so ein bisschen lösen von der Form. Dann habt ihr auch nicht so viel Arbeit damit. So, einmal ein bisschen lösen. Und jetzt haben wir das da rausbekommen. Und jetzt, was wir machen, wir drehen das Ganze um und legen das hier rein. So, jetzt können wir das noch schön andrücken. Dann saugt man sich immer ein bisschen die Hände ein, aber das ist ja nicht so schlimm. Okay, und jetzt nehmen wir hier ein bisschen von der Creme, was ich eben sagte, so ein bisschen die Lücken füllen, damit es auch schön alles zusammenhaftet. So, damit wir einen schönen geschlossenen Rand haben. So, und jetzt könnt ihr nochmal schauen, es kann sein, dass so ein bisschen der Fondant noch übersteht. Das ist überhaupt kein Problem, das könnt ihr einfach ein bisschen abschneiden. So. Mit dem Messer einfach ein bisschen am Rand lang gehen. Aber da wir ja bei den ganzen Tortendesigns haben wir auch immer eine Randdekoration dabei. Das sieht man im Nachhinein gar nicht mehr, auch wenn es jetzt nicht ganz sauber geschnitten ist. Das macht überhaupt nichts. Das können wir dann schön verstecken mit der Dekoration. So. Dann haben wir hier alles wieder ordentlich gemacht. Und jetzt kommt das Ganze, so sagen wir, für 1 oder 2 Stunden in den Kühlschrank. Je nachdem, welche Creme ihr benutzt habt, kann das auch ein bisschen länger dauern, aber so, dass es zumindest ein bisschen fester wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt war eure Torte schön im Kühlschrank, ist schön durchgezogen und ist dann auch schön fest geworden. Also achtet ein bisschen darauf, dass die Creme genug Zeit hat, fest zu werden. Wie gesagt, bei so 1 bis 2 Stunden bei den meisten Cremes, manchmal ist es auch besser, es einfach über Nacht zu stehen zu lassen. Also wenn ihr die Zeit habt, lasst es ruhig über Nacht im Kühlschrank stehen und dann könnt ihr am nächsten Morgen das Ganze nämlich wieder auf richtig stellen. Und dafür nehmt ihr einfach einen Tortenständer, den ihr dafür haben möchtet, wo ihr die Torte drauf haben möchtet. Einmal den Tortenständer auf die Clever Cakes Hülle und dann summsi-summ drehen wir das Ganze um. Genau, super. Und dann heben wir das Ganze hoch und ihr seht, wir haben eine tolle Fondant-Torte. Ihr nehmt noch die Folie ab. Einmal von oben und auch von der Seite die Folie abziehen. So. Prima. Dann kann das hier erstmal weg. So, und jetzt könnt ihr schauen, wenn jetzt hier irgendwo ein bisschen der Rand nicht ganz so schön geworden ist oder ob, wenn das hier so ein bisschen auch übersteht oder so, ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja bei den Clever Cakes Fondant-Hüllen immer auch eine Randdekoration dabei. Das verstecken wir dann immer ganz schön. Also, dann nehmen wir nämlich hier unsere Deko,
und legen die schön hier drumherum. Ein bisschen andrücken und das passt hinten ganz genau. So, jetzt habt ihr eine schöne Torte. Und wir haben natürlich auch noch weitere Dekorationen, die ihr euch dann aussuchen könnt, was ihr da gerne haben wollt. Hier haben wir zum Beispiel einmal das Happy Birthday. Das stecken wir auch mal mit in die Torte rein. Ich würde sagen, so im hinteren Drittel, so dass es in der Mitte ist ungefähr. Ich denke mal, das passt so ganz gut. Tschück. Dann haben wir schon mal das Happy Birthday drin. Und hier haben wir ja unsere Sternenexplosion. Das heißt, wir nehmen noch ein paar Sterne und machen die mit hinein in die Torte. Ein bisschen verteilt. So. Und hier ein bisschen farblich abwechseln. Prima, ganz wie ihr möchtet. Ihr könnt, habt ja ganz freie Wahl. Was euch gefällt, wie ihr das gerne haben wollt, könnt ihr das einfach hier reinnehmen. So. Ganz easy. Machen wir nochmal was an den Rand. Prima, dann machen wir hier unten vielleicht noch, dann machen wir ein bisschen tiefer so und hier machen wir vielleicht noch mal was an die Seite, sodass man von der Seite auch schön was hat. Und hier. Und wenn ihr dann eine Geburtstagstorte mit einer Zahl habt, dann könnt ihr natürlich auch noch die Zahl mit reinnehmen. Ich würde sagen, wir setzen sie mal hier so hin. So, und jetzt ist eure Fondant-Torte schon fertig. Ihr habt eine wundervolle Fondant-Torte. Wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach und ohne viel Aufwand habt ihr eine tolle Torte, könnt super für die Geburtstage die Torten benutzen. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß. Schaut vorbei auf unserer Webseite, wir haben ganz viele Tortendesigns für unterschiedliche Gegebenheiten, für Geburtstage, für Muttertag, Vatertag, auch für große natürlich, für kleine und auch viele Rezepte und auch Anleitungen natürlich, wie das Ganze funktioniert. Also viel Spaß damit und bis bald!